Rheinland-Pfalz vor der Wahl. Herr Baldauf, die Zustimmung zur Corona-Politik im Land nimmt ab. Inwiefern haben Sie Angst, dass es bei der Wahl in Rheinland-Pfalz zu einer Art Abstrafung für Sie kommt? Ich gehe davon aus, dass die Rheinland-Pfälzerinnen und Rheinland-Pfälzer dieses Mal sehr genau hinschauen werden, welche Baustellen wir im Lande haben. Wir haben jetzt 30 Jahre SPD-Regierung. Es liegt vieles im Argen. Die Landesregierung ist Dauergast bei Gericht. Es gibt einen verurteilten Finanzminister auf 2,5 Jahre Gefängnis, weil er den Nürburgring finanziert hat. Das war ja eine Pleite von über einer halben Milliarde Euro. Der kommunale Finanzausgleich bei uns ist nicht in Ordnung. Die Gemeinden, Städte haben viel zu wenig Geld und wir befinden uns auch leider in einem Bildungschaos, weil wir keinerlei Digitalisierungsstrategie haben. Ich gehe fest davon aus, weil ich selbst dafür auch Vorschläge mache, dass darauf ein großer Wert gelegt wird. Und Sie dürfen nicht unterschätzen, wir haben natürlich auch schon viel Briefwahl gehabt. Ich würde gerne mal einen Politikbereich rausnehmen. Jetzt haben Sie ja viele Bereiche angesprochen. Sie haben sich überlegt, man müsste irgendwie den Flughafen Hahn in Zukunft anders gestalten. Welche Vorschläge haben Sie denn dafür? Was soll denn da aus Ihrer Sicht entstehen? Der Flughafen Hahn selbst ist ja verkauft worden an eine von Chinesen betriebene GmbH. Und das reicht dann der Ministerpräsidentin. Ihr reicht das aber nicht, weil nach wie vor dort zweistellige Millionenbeträge an Steuergeldern hingehen. Ein Flughafen ist immer eine Möglichkeit, der im Übrigen an eine vierspurige Straße angebunden ist, dort auch Start-ups zu entwickeln, Wissenschaft, Forschung, Entwicklung anzusiedeln. Wir haben in Rheinland-Pfalz lediglich 1,7% der Gründer deutschlandweit. Das ist viel zu wenig. Und dafür ist genau so ein Flughafen, den man zu einem Hub entwickeln kann, ideal. Und das möchte ich tun, stark dort in Wissenschaft und Forschung zu investieren, Start-ups, neue Gründer dort ansiedeln. Also Infrastruktur ist ein großes Anliegen für Sie und die Union in Rheinland-Pfalz. Trotzdem noch mal zurück zum Thema Corona und Gesundheit im weitesten Sinne. Welche Konsequenzen sind denn aus Ihrer Sicht für die Landespolitik aus dieser Corona-Krise in Sachen Gesundheit zu ziehen? Wir haben feststellen müssen, dass der Ablauf der Impfungen nicht so reibungslos am Anfang gelaufen ist, wie er hätte laufen sollen. Es läuft jetzt besser, aber immer noch nicht gut. Immer noch sind über 100.000 über 80-Jährige nicht geimpft. Es wird hier viel schön geredet. Es ist viel Fassadenpolitik. Es geht ja darum, dass man impft, impft, impft. Und mir wurde gestern noch einmal bestätigt, dass immer noch von Moderna und AstraZeneca 3/4 der Dosen nicht verimpft sind. Und da musste ich auch die Regierungsmitglieder und vor allem die Ministerpräsidentin auffordern, jetzt diese Impfungen zuzulassen. Sollten wir die Regierungsverantwortung übernehmen, werden wir dies direkt tun, so wie es Markus Söder auch tut. Es geht doch jetzt tatsächlich darum, dass wir die meisten impfen und so schnell wie möglich impfen, damit wir über diese wirklich schlimme Zeit hinwegkommen. Also so viel zum Thema Corona. Sprachförderung von Kindern ist so ein anderes Stichwort, was mir aufgefallen ist in Ihrem Wahlprogramm. Was genau haben Sie denn in diesem Bereich vor? Über 19% der Kindergartenkinder gehen in die Grundschule und können nicht richtig Deutsch. Zum Teil auch keine Stifte halten. Sie erkennen keine Farben. Es fehlt an den Grundfertigkeiten. Deshalb möchte ich schon in der letzten Stufe des Kindergartens, der Kindertagesstätte, eine Sprachstandserhebung machen. Dort auch gezielt, auch spielerisch nacharbeiten, dass die Kinder alle Deutsch können, wenn sie in die Grundschule kommen. Ich halte das für extrem wichtig und ist ein Anrecht der Kinder. Stichwort Bahn- und Güterverkehr. Chancen brauchen aber auch die Menschen, die im Mosel- und Rheintal wohnen. Chancen nämlich darauf, in Ruhe schlafen zu können. Das ist ein Riesenproblem in Rheinland-Pfalz. Welche Ideen haben Sie denn da? Das wird nur gehen, indem es eine Alternativtrasse gibt. Man kann aus dem Mittelrheintal nicht die Züge jetzt im Moment so verbannen, leider nicht, weil es ja die Hauptstrecke ist von Amsterdam, Rotterdam nach Genua und eine andere Strecke einfach nehmen. Deshalb muss umgehend angefangen werden, eine Alternativtrasse zu planen. Da wird ja auch überlegt über einen größeren Tunnel, sodass das auf der Seite der Eisenbahnlinie Köln-Frankfurt auch verläuft. Anders nicht funktionieren. Herr Baldauf, zum Schluss, 30 Jahre lang sitzt die SPD mittlerweile führend in der Staatskanzlei. Warum soll sich das denn ausgerechnet jetzt ändern?
Wenn Sie sich anschauen, dass wir in Rheinland-Pfalz eine extrem schlechte Digitalausstattung haben, ich dies an die Staatskanzlei heften möchte, damit wir dort auch einen Schub bekommen. Wenn Sie sich anschauen, dass wir sehr schlechte Wirtschaftsdaten haben, dass wir im Wissenschaftsbereich beinahe die rote Laterne tragen. Alle diese Dinge, die auch zeigen, dass der ländliche Raum vernachlässigt wird, dass Krankenhäuser im ländlichen Raum geschlossen werden, dass im Bildungsbereich, den Sie mich gerade gefragt hatten, wirklich vieles im Argen liegt, zeigt doch, dass dieses Land völlig unter Wert regiert wird. Und deshalb möchte ich aus diesem wunderschönen Land, das ich so liebe, der Reben und Rüben, wie man es immer so schön sagt, ein Land der Reben, Rüben und Ruter machen. Das ist mein Anspruch. Ich will eine Zielvorstellung haben, wo es hingehen soll. Wir müssen aufhören mit Fassadenpolitik, nicht immer nur freundlich sein, sondern Lösungen anbieten. Und wenn Sie sich anschauen, dass von den 20 am höchst verschuldeten Kommunen deutschlandweit 11 in Rheinland-Pfalz liegen, dann sagt es Ihnen schon alles. Also da brauchen wir dringend frischen Wind und einen Wechsel. Sagt Christian Baldauf, der Spitzenkandidat der CDU in Rheinland-Pfalz. Ich sage vielen Dank und einen schönen Tag noch. Danke auch, Herr Fittkau.